Sie haben den Anlass organisiert, weil ich es wirklich sehr wichtig finde, dass man sich mal die Frage stellt, wo kommt unser Geld her? Das ist eigentlich eine wichtige Frage, weil um Geld rennen wir fast alle Tage Kinder nach. Und wenn man irgendjemandem die Frage stellt, wo kommt das Geld her, dann kommt man meistens die Antwort über von der Nationalbank. Also die macht das. Und ich selber festgestellt habe, dass das eben nicht stimmt oder zu fast 90% nicht stimmt, bin ich fast ein bisschen schockiert gewesen. Jetzt wird uns Philippe Mastronardi heute Abend einen Vortrag halten, um eben erklären, woher das Geld tatsächlich kommt, welche Probleme als dabei entstehen im heutigen System und wie wir es besser machen können. So konkret wird er die Vollgeldreform vorstellen. Jetzt ist ein Verein gegründet worden, monetäre Modernisierung, um die Vollgeldreform eben unterstützen, um sie vorwärts zu bringen und im ersten Schritt überhaupt einmal bekannt zu machen. Also man hat gleich festgestellt, dass man bei den Politikern auf taube Ohren stoßt, auf wenig Interesse und ist darum direkt ans Volk gelangt, indem wir jetzt in diesem Juni mit der Unterschriftensammlung für die sogenannte Vollgeldinitiative angefangen hat. Also ich muss zugeben, die ganze Geschichte ist nicht ganz einfach zu verstehen, die ganzen Zusammenhänge mit dem Geld und auch die Geldschöpfung aus dem Nichts, wie das vor sich geht. Also Geldschöpfung, das ist Geburt sozusagen vom Geld, wie sie in Umlauf gesetzt wird. Ja, wie Banknoten gedruckt werden und dann in Umlauf können, das kann man sich noch einigermaßen gut vorstellen. Wie aber alles andere Geld, was nur als eine Zahl auf einem Bankkonto vorhanden ist, wie das in Umlauf kommt, das ist dann schon schwieriger zu sich vorstellen. Damit Sie heute Abend Gelegenheit haben, das auf eine andere Art und Weise, als mit dem reinen Verstand zu kapieren, weil es eben noch schwierig ist, den Verstand der Weg zu büscheln, macht Susi Rocca heute Abend ein Figurentheater, wo sie eben genau das Thema Geldschöpfung anspielt. Susi Rocca ist freischaffende Künstlerin von Lenzburg und ihre Spezialität ist Gemüsetheater. Das heisst, sie macht wirklich für jeden Auftritt frische Figuren aus Gemüse. Aber wir werden es nicht vergessen. Ja, also sie hat schon gesagt, also vielleicht muss ich das auch voraus sagen, leider muss sie gerade nach der Vorstellung gehen, sie muss weiter und wird es leider verloren. Und ich muss dann abräumen, da hat sie schon gesagt, dann muss ich halt das Gemüse halt selber essen. Also, es gibt Schlimmeres. jetzt eine Geschichte, die sie erzählt, die hat sie beim Goethe in seinem Faust 2 geholt. Jetzt der Goethe, der hat vor etwa 200 Jahren gelebt, zu einer Zeit, wo genau die Industrialisierung voll aufgekommen ist und mit der Industrialisierung eben auch die moderne Geld- und Finanzwirtschaft. Und er als Klardenker hat das schon ein bisschen genauer durchschaut, was da los ist. Und das dann eben in seinem Faust 2 festgehalten. Dann gibt es den Vortrag, Referat von Philippe Mastronardi. Er ist emeritierter Professor für öffentliches Recht an der Uni St. Gallen. Dann übergibt das Wort Philippe Mastronardi. Ja, herzlichen Dank. Es ist ein kompliziertes Thema und darum tue ich mich mit Schriftdeutsch, Hochdeutsch einmal an euch wenden. In der Diskussion können wir schon so reden, wie der Schnabel gewachsen ist. Aber man sollte die Begriffe möglichst ein bisschen klar vor uns haben. Ich tue euch etwas sagen, über wie das Geldsystem funktioniert, dann was da mit dem Kapitalismus und dem Geld los ist und wie wir den Finanzmarkt reformieren könnten. Wem gehört unser Geld? Was meinen Sie? Uns natürlich, denken wir. Dass unser Geld heißt, unser Geld gehört uns. Wir haben es verdient, erspart. Es bildet unsere Lebenssicherheit. Aber stimmt denn das?
Was gehört mir an der Banknote hier, die ich in meiner Hand halte? Was meinen Sie? Ein Stück Papier. Was gehört mir an dieser Münze? Was ist das wert? Ein paar Rappen. Dieses Papier und diese paar Rappen, für die arbeiten wir und die beherrschen uns weitgehend. Ja, es stimmt, dass das nur ein paar Rappen sind und das nur ein Blatt Papier, wenn wir Geld als eine Ware verstehen. Eine Sache, die ich haben kann. Nein, es stimmt nicht, wenn wir es als staatlich garantierter Wertmaßstab für Waren, für Leistungen, ich damit erwerben kann. Verstehen? Es kommt darauf an, wie wir drauf schauen. Spannender noch aber, wem gehört mein Bankkonto? Wem gehört mein Bankkonto? Was meinen Sie? Ihnen? Gehört es Ihnen? Ihr Bankkonto? Es wäre schön, aber stimmt nicht. Stimmt überhaupt nicht, das gehört der Bank. Das will ich Ihnen jetzt dann erläutern. Denn die Finanzmarktkrise hat auch etwas Gutes. Sie lässt uns viele Fragen stellen, die wir vorher kaum für wichtig gehalten haben. Und sie hilft uns, das Verhältnis von Markt und Staat zu klären. Wer kommt zuerst? Der Markt oder der Staat? Der Markt und die Banken, die das Geld machen, oder der Staat, der es garantiert? Der Markt folgt den Gesetzen der Ökonomie. Der Staat den Gesetzen der Demokratie. Dass die Gesetze, die den Staat regieren, von uns Menschen gemacht sind, das ist uns allen klar. Wir stimmen darüber ab, wünschen das zumindest, wir könnten sie ändern, grundsätzlich geht das ja auch. Aber wie ist es mit den Gesetzen des Marktes? Sind die auch von Menschen gemacht? Ja, denn der demokratische Rechtsstaat ist nicht nur Rahmen, sondern auch legitimierende Grundlage der Wirtschaft. Im Fall des Finanzmarktes sogar mehr. Er ist Garant für das Funktionieren unserer Geldwirtschaft. Das ist ein ganz anderes Paradigma für die Aufgabe der Politik gegenüber der Wirtschaft. Titel unseres Abends: Woher kommt das Geld? Von der Nationalbank, schon gesagt worden, nur 10% unseres Geldes wird in ihrem Auftrag gedruckt oder gemünzt. Die anderen 90 sind nur digitale Zahlen in Computern von Banken und kein gesetzliches Zahlungsmittel. Wenn jemand sich Geld von einer Bank leiht, dann stellt die Bank einen neuen Kredit aus, indem sie einfach den Betrag als Zahl in das Konto des Kunden einträgt. Hypothekarkredit oder was es auch sei, ein Kredit, das ist eine Kreditvergabe aus dem Nichts, die sogenannte Bilanzverlängerung. Es gibt ganz kleine Grenzen, 2,5% Mindestreserve, Liquiditätsvorschriften, Eigenkapitalquote gegenüber riskanten Anlagen. Die sind aber nur in einem kleinen Ausmaß eine Begrenzung dieses Geschäfts. So erzeugen die privaten Banken pro Nationalbank Franken als Reserve bis zu 40 neue digitale Franken als Kreditgeld. Unser Geld ist eben Schuldgeld und nicht festes Geld. Wenn Sie Ihr Geld auf einem Bankkonto haben, denken Sie wohl, die Bank bewahre dieses Geld sicher für Sie auf. Doch in Tat und Wahrheit haben Sie es der Bank übergeben. Es geht rechtmäßig in deren Eigentum über. Und der Kontoauszug ist bloß das Versprechen der Bank, Ihnen das Geld bei Bedarf zurückzugeben. Ein Schuldschein.
Und da niemals alle Kunden gleichzeitig alles abheben, kann die Bank ihren tatsächlichen Vorrat an Nationalbankgeld entsprechend gering halten. Wenn jemand eine Hypothek aufnimmt und mit dem Kredit ein Haus kauft, so hat er gegenüber der Bank eine Schuld, der Verkäufer kriegt das Geld und das ist neues Schuldgeld. Mit dem Geld, das Sie von der Bank erhalten haben und weitergeben, kann man dann Brot und Wasserfach kaufen. Das ist vollwertiges Geld. Die Leute geben Ihnen ihre Wertsachen für diese Geldquellen, die Sie von der Bank her Ihnen vermitteln. Bevor die Hypothek aufgenommen wurde, hat dieses Geld aber gar noch nicht existiert. Dann kommt die Frage, warum können die Banken Geld aus dem Nichts schöpfen? Wir hier aber nicht. Wenn Sie mir ein Darlehen geben wollen, was müssen Sie tun? Ja, Sie müssen es von einem Konto abheben. Sie haben dann entsprechend weniger Geld. Ich habe mehr und Sie haben weniger. Das ist normal. Das würde man eigentlich als normal erwarten. Aber woher nimmt die Bank das Geld, das sie ihnen gibt? Sie muss es nirgendwo abziehen. Sie schafft es neu, indem sie ihnen den Kredit gibt. Und genau so viel nämlich schafft sie neu, wie sie ihnen vertraut. Das ist ein Vertrauensgeschäft. Und dann wäre die zweite Frage, kann sie denn mehr Kredite vergeben, als sie Eigenkapital und Schulden bei der Nationalbank hat? Ja, sie kann ein Vielfaches davon an Krediten vergeben. Denn die Kreditmenge hängt nicht von den Einlagen der Bankkunden oder vom Eigenkapital ab. Dieses ist erst relevant, wenn der Staat Eigenkapitalvorschriften aufstellt, die er jetzt anhebt, um die Sicherheit etwas zu erhöhen. Die Lösung des Rätsels ist, dass Kapital der Banken ist unser Vertrauen in sie. Nur soweit wir ihnen vertrauen, können sie wirtschaften. Die Bankenaufsicht, die Banklizenz, Mindestreserven sind Stützen dieses Vertrauens. Das Kapital der Banken ist unser Vertrauen durch den Staat mitgestützt. Und umgekehrt, unser Kapital, das wir haben, warum ist es mehr wert als nur ein Lappen Papier? Das ist das Vertrauen der Banken in uns alle. Gestützt auf unsere gesamthafte volkswirtschaftliche Leistungskraft. Wenn die Schweiz nicht so produktiv wäre, könnte sie nicht einen so teuren Banken haben. Es geht nicht um Gold, es geht nicht um bestimmte Werte, sondern es geht darum, dass die Schweiz leistungsfähig ist. Und das Geld darf nur so viel da sein, dass auch die Leistung wert ist. Ja, das ist dann eine Erklärung, warum eine Blase entstehen kann. Die Banken ermutigen uns ja, Geld zu leihen, solange sie von einer Rückzahlung überzeugt sind. So steigt ihr Gewinn. Werden mehr neue Kredite vergeben als alte getilgt, entsteht unter dem Strich neues Geld. Dieses zusätzliche Geld ermöglicht Wachstum und die Bezahlung der Zinsen. Somit gibt es weniger Ausfälle und die allgemeine Zuversicht ist groß. Es geht aufwärts. Die Blase wird aufgepumpt. Wir reden ja auf Pump. Wir haben Aufschwung, es wird viel konsumiert und die Wirtschaft wächst. Wie entsteht dann eine Krise? Wenn die Blase platzt, passiert eben das Gegenteil. Banken müssen mit mehr Kreditausfällen rechnen. Dies würde den Gewinn schmälern und sie im Extremfall sogar in den Abgrund treiben. Der Kreditverleih wird riskant, sie werden übervorsichtig und die Geldmenge schrumpft. Dann ist jedoch nicht mehr genug Geld für Wirtschaft und Zinszahlungen da. Die Ausfälle nehmen zu und die Zuversicht sinkt weiter. Ein Teufelskreis, eine Spirale nach unten. Angst um Arbeitsplätze, Pleiten und sinkender Wohlstand. Warum verschärft sich also eine Krise?
wenn man den Finanzmarkt spielen lässt. Das Kapital der Banken ist unser Vertrauen und das Vertrauen unter sich, unter den Banken. Ist das Vertrauen gestört, gibt es keine Kredite mehr, also kein Geld und somit kein Wirtschaftswachstum. Nur der Staat kann es sich leisten, sogenannt antizyklisch zu handeln. Banken verschlimmern die Krise, weil sie sich schützen müssen. Nur der Staat kann es sich leisten, Defizite zu machen. Soweit zum Verständnis des Geldsystems, wie es heute läuft. Es hängt davon ab, dass die Banken glauben, es gehe ihnen gut. Sobald sie nicht mehr daran glauben, geht es auch uns nicht mehr gut. Zum zweiten Punkt. Worum krankt dieser Kapitalismus, der ja das Prinzip dahinter ist? Ist nicht in sich ein schlechtes Prinzip, aber er überbordet. Er hat keine Grenzen. Er braucht eine Verfassung. Aber welche? Die Ausgangslage heute ist die Dominanz des Finanzmarktes über Realwirtschaft und Politik. Geld regiert die Welt. Die Finanzmärkte steuern mittlerweile auch die Realwirtschaft. Sie beherrschen weitgehend auch die Politik der Staaten. Eine neue Weltordnung hat sich durchgesetzt. Die höchste Macht kommt den Prozessen an den Finanzmärkten zu, gefolgt von den Entwicklungen in der Realwirtschaft und schließlich den politischen Prozessen in und zwischen den Staaten. Die Staaten haben die Finanzmärkte so weit dereguliert, dass diese nun in einem fast regellosen Wettbewerb bestimmen, welche staatlichen Rahmenordnungen sich durchsetzen. Die Finanzwirtschaft verfügt über den Orderbegriff. Sie hat die Macht, das öffentliche Wohl zu bestimmen. Um das zu verstehen, muss man etwas über die Systemzusammenhänge wissen. Die europäischen Staaten streiten sich heute darum, wie sie den Anforderungen des Marktes an ihre Zahlungsfähigkeit gerecht werden können. Die Staatsverschuldung ist zur Geißel der Politik geworden. Allenthalben diktiert die Finanzwirtschaft der Politik den Takt. Aus der Sicht vieler Ökonomen ist dies die reine Folge eines Staatsversagens. Der Markt zwinge heute die Staaten bloß dazu, ihre Hausaufgaben zu machen und zu einem gesunden Haushalten zurückzufinden. Der Markt finde dieser Interpretation zufolge zum Wächter über den Staat. Vorausgesetzt ist dabei natürlich, dass die Marktwirtschaft eine natürlich vorgegebene oder doch idealerweise aufgegebene Gesellschaftsordnung darstellt. Der Markt ist dieser Lehre zufolge das Reich der privaten Freiheit, der Staat hingegen das Reich des öffentlichen Zwangs. Diese zweireiche Lehre von Staat und Markt, die sich auf der Zuschlagung des Marktes zum privaten Bereich nährt, schafft Batterien und Barrieren gegen die Überwindung der aktuellen Krise, sowohl des Marktes wie des Staates. Beide sind in Krise. Faktisch sind Staat und Markt längst zu Endpunkten eines Kontinuums geworden, das die verschiedensten Grade und Mischformen einschließt und staatliche, marktförmliche Strukturen und Prozesse und Mischungen davon. Das gilt auch für die Ursachen der Krisen. Denn wenn die Staaten in den Jahren zwischen 1990 und 2008 den Finanzmarkt dereguliert und die Zinsen gesenkt haben, so geschah dies auf Druck des Marktes. Und wenn der Finanzmarkt Blasen gebildet hat, so geschah dies nur dank dem Segen der Politik. Es ist müßig, Schuldige zu suchen auf der einen oder anderen Seite. Es ist also nicht so, dass die Folge, die Staatsverschuldung, Folge eines Staatsversagens ist, sondern es ist die Folge der Marktgläubigkeit, sowohl in der Wirtschaft wie in der Politik. Dritter Punkt. Auch die Demokratie steckt in einer Krise. Eine Politik, welche die Macht der Wirtschaft zunächst frei gewähren lässt, muss bald selbst in ihren Sog kommen.
Sie muss als selbst den liberalen Staat so verstehen, dass er die Bedingungen des kapitalistischen Marktes als seine Bedingungen versteht, unter denen er zu handeln hat. So verleiht man den Anforderungen des Wirtschaftssystems den Vorrang vor der realen Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger. Der Markt wird damit zur primären Ordnung erhoben. Demokratie und Rechtsstaat werden zu abgeleiteten Größen. Der demokratische Rechtsstaat hält dann sein Versprechen nicht mehr. Er gibt uns die Freiheit nicht, unser Zusammenleben effektiv gemeinsam zu leben. Der liberale Staat erhebt den Markt zur primären Ordnung. Und die Konsequenz daraus: Die Demokratie muss sich nach den Marktgesetzen richten, statt dass sie dem Markt gesetzliche Grenzen setzt. Beispiele dafür gibt es genug, auch in der Schweiz. Das Bankgeheimnis wird hochgehalten, obwohl es als Schutz der Hehlerei bei ausländischer Steuerhinterziehung dient. Denn davon profitiert nicht nur der schweizerische Finanzplatz. Auch Bund und Kantone ziehen daraus hohe Steuererträge, mit denen sie einen Teil des Sozialstaates finanzieren können. Immer wieder wird auch in der Politik die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit als Legitimation für unser Handeln aus Eigennutz herangezogen, weil der wirtschaftliche Erfolg die finanzielle Grundlage für das staatliche Handeln bildet. Die Eliten von Wirtschaft und Politik haben damit ein gemeinsames Interesse. Die politische Elite gibt der wirtschaftlichen Elite die Marktfreiheit. Die wirtschaftliche Elite gibt der politischen die finanziellen Mittel zur Verteilung des Wohlstandes. Der Primat der Politik über die Wirtschaft ist Voraussetzung einer demokratischen Ordnung. Also Vorrang der Politik vor der Ökonomie. Im Laufe ihres Wachstums hat die Wirtschaft freilich die staatlichen Bande gesprengt. Ihre globale Vernetzung entzieht sie heute weitgehend dem nationalen staatlichen Zugriff. Das ursprüngliche Verhältnis von Staat und Wirtschaft verdreht sich in sein Gegenteil. Die Wirtschaft wird zur Rahmenordnung für den Staat. So war das nicht gedacht. Diese Entwicklung spitzt sich im Bereich des Finanzmarktes zu. Seit der Finanzmarktkrise wird sichtbar, dass der Finanzmarkt nicht nur die Realwirtschaft in ihr Schlepptau zieht, sondern auch die Staaten. In dieser Umkehrung der Rangfolge liegt ein Systemproblem. Geld wäre eigentlich eine staatlich zu gewährleistende Voraussetzung des Wirtschaftens in der Geldwirtschaft. Nun wird Geld zu 80% durch die Banken als Buchgeld geschaffen und im Finanzmarkt in beschleunigtem Tempo umgesetzt. Das Geld, das eigentlich eine technische Voraussetzung und ein bloßes Mittel des Wirtschaftens sein sollte, wird zur Steuerungsmacht über Wirtschaft und Staat. Normativ scheint mir das eine verkehrte Welt. Seit der Aufklärung der Gesellschaft und der Demokratisierung der Politik sollte die Wirtschaft doch wohl dem Wohl der Gesellschaft dienen und der Staat dafür sorgen, dass dem so sei. Die Deregulierung des Finanzmarktes ist daher ein Systemfehler. Die Staaten sollten den Finanzmarkt als Infrastruktur der Wirtschaft ebenso zum Service public machen, wie sie die Elektrizität, die Bahnen oder das Telefon gemacht haben. Geld ist nicht eine Ware, sondern eine Voraussetzung für den Warenhandel. Damit zum dritten Punkt. Wie reformieren wir den Finanzmarkt? Die herrschende Volkswirtschaftslehre, meine lieben Kollegen an der HSG sind da oft auch dabei, nicht alle, die behandeln den Finanzmarkt grundsätzlich wie einen gewöhnlichen Markt, in welchem das Gesetz von Angebot und Nachfrage über den Wert von Geld und Kapital besteht. Auch juristisch, meine Kollegen und ich von der Juristerei, auch juristisch gelten die Banken und Börsen als privatwirtschaftliche Unternehmen, welche sich auf die Wirtschaftsfreiheit berufen können
und damit durch ein liberales Grundrecht vor dem Zugriff des Staates geschützt sind. Die Finanzbranche betreibt aus dieser Sicht eine private Tätigkeit, gleich wie der Bäcker um die Ecke oder der Gastwirt an der Kreuzung. Auch diese unterstehen ja einem Lebensmittelinspektorat, weil ihre Tätigkeit die öffentliche Gesundheit gefährden kann und die Konsumenten selbst nicht in der Lage sind, die Gefahren, welche ihnen aus verdorbenen Lebensmitteln erwachsen können, rechtzeitig wahrzunehmen. Bei den Banken geht es letztlich um das Gleiche. Ziel ist der Konsumentenschutz, hier als Anlegerschutz oder als Schutz der Realwirtschaft vor Risiken im Geld- und Kreditmarkt. Nun, der Finanzmarkt ist freilich nicht ein gewöhnlicher Markt. Er ist eben eine Infrastruktur der Realwirtschaft, weil er diese nur mit der notwendigen Energie, also sprich Elektrizität, Gas, Öl, dem Geld versorgt. Damit ist sie ein Motor, der laufen muss, und sie bringt ihn dazu. Der Finanzsektor ist damit einem inneren Dienst der Wirtschaft vergleichbar, welcher Voraussetzungen schafft, auf denen das Wirtschaften beruht. Das Geld ist eine Institution, die der Staat der Wirtschaft zur Verfügung stellt. Genauso wie er garantiert, dass Straßen, Elektrizität oder Postdienste angeboten werden, damit sie sich entfalten kann. Geld und Kredit gehören zur Infrastruktur, auf welche die Realwirtschaft zählen können muss. Geld und Kredit dürfen daher nicht dem egoistischen Interessenspiel von einzelnen Marktteilnehmern überlassen werden, sondern müssen im Gesamtinteresse der Allgemeinheit nach Grundsätzen der Solidarität und Fairness dem Markt vorgegeben werden. Sie sind Teil der übergeordneten Ordnungspolitik, nicht der Interessenpolitik. Sie gehören zu den Spielregeln, nicht zum Spiel des Marktes. James Buchanan, ein liberaler Ökonom, hat das so formuliert. Der Finanzmarkt ist damit ein Service public, welcher öffentliche Interessen wahrzunehmen hat. Er gehört zur fundamentalen Rahmenordnung, welche Staat und Recht nach den Grundsätzen eines liberalen und zugleich gerechten Ordnungssystems unseres Zusammenlebens dem Markt vorgibt. Gefordert ist deshalb ein Paradigmenwechsel, also eine Perspektivenänderung im Verhältnis von Staat und Markt, soweit es um den Finanzmarkt geht. Die künftige Finanzmarktverfassung darf nicht mehr vom alten Bild eines privaten Marktes ausgehen, der bloß einer polizeilichen Regulierung untersteht. Sie ist eine Staatsverantwortung, welche aber so weit wie möglich mit privaten Mitteln wahrgenommen werden soll. Durch einen solchen ordnungspolitischen Wechsel werden die Banken an die Wahrung des öffentlichen Interesses gebunden. Erst dann können wir volkswirtschaftlich schädliche Geschäfte wie Wetten gegen eine Währung oder gegen Nahrungsmittel verbieten. Die Banklizenz für den Zahlungsverkehr und das Kreditgeschäft, das sind die wichtigsten Funktionen. Zahlungsmittel, Kreditgeschäft, wird dann nur solchen Banken erteilt, welche sich in den Dienst der Realwirtschaft stellen. Das Investmentbanking muss ausgegliedert werden. Eine Transaktionssteuer kann den Rhythmus von Spekulativgeschäften an der Börse verlangsamen. Der Finanzmarkt kann auf die Bedürfnisse der Realwirtschaft reduziert werden. Was sind denn nun die Eckpfeiler einer Reform, welche den Finanzmarkt auf eine neue Grundlage stellt? Zunächst einmal braucht es eine Einsicht. Das Aufsichtsmodell, also freier Markt unter staatlicher Aufsicht, hat versagt. Es ist eben nicht bloß Lebensmittelpolizei. Nach dem Paradigma des freien Marktes wird der Finanzmarkt heute auf der Grundlage eines Aufsichtsmodells geregelt. Im Grundsatz gilt für alle Akteure die Wirtschaftsfreiheit. Der Staat übt täglich eine polizeiliche Aufsicht aus, mit welcher er Missbräuche oder schädliche Auswirkungen verhüten oder beheben will. Finanzmarktkrisen
sind nach diesem Modell hinzunehmen, weil sie den Preis der Freiheit bilden. Sie können lediglich Anlass dazu sein, die Aufsicht zu verschärfen, die Rahmenbedingungen zu stärken. Läuft jetzt heute ein Rat. Alle Maßnahmen, welche bisher von den Staaten getroffen worden sind oder von den politischen Instanzen noch beraten werden, insbesondere Regulierungen zum Too-Big-to-Fail-Problem, folgen diesem Aufsichtsmodell. Die Krise wird so nicht zum Anlass genommen, das bisherige Konzept in Frage zu stellen. Ja, es leuchtet auch ein, die Frage, ob das Aufsichtsmodell versagt habe, kann aus dieser Warte ja gar nicht gestellt werden, weil keine Alternative dazu erkennbar ist. Das ist bei jedem Paradigmenwechsel so. Also wenn man plötzlich sieht, dass die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, vorher kann man das gar nicht erkennen. Das alte Paradigma verhindert die Neuerung, bis das neue Paradigma evident wird. Dies gilt etwa für das Reformwerk Basel III, von dem haben Sie vielleicht schon gelesen oder gehört. Das will die Eigenkapitalquote der Banken bezogen auf das sogenannte Risikokapital anheben. Die Banken sollen in Bezug auf die Geschäfte, die Ausfallrisiken bringen, einen bestimmten Anteil Eigenkapital haben. Hier wird natürlich nach wie vor den Banken anvertraut, zu bestimmen, was ein Risikogeschäft ist. Aber auch die Anhebung der festen Kapitalquote, also das Verhältnis von Eigenkapital zum Geschäftsvolumen insgesamt, verlässt den Banken ihre Freiheit, Risiken einzugehen, die im Notfall vom Staat getragen werden müssen. Bis 2019 müssen die Banken in der Schweiz ihre Eigenkapitalquote auf 19% ihres risikogewichteten Kapitals annehmen. Das klingt gut, aber es ist nicht effektiv, weil sowohl die Risikogeschäfte wie das, was als Kapital gilt, manipulierbar ist. Es ist recht kompliziert, was da für Möglichkeiten sind, aber es bleibt also eine recht große Freiheit der Banken, selber zu bestimmen, was Risiko ist und was Kapital ist. Auch wenn sie Anleihen haben bei der Bank, ist das Kapital. Letztlich wird durch solche Regulierungen nur der Zeitpunkt einer Krise verschoben. In der Zwischenzeit darf sich aber das Ausmaß der möglichen Katastrophe weiter vergrößern. Sicheres Geld schaffen nur das sogenannte 100% Geld und das Vollgeld. Unter diesen beiden Systemen ist jeder Kredit, den eine Bank vergibt, durch ihr Eigenkapital, das ist bei 100% Geld so, oder durch das staatlich garantierte Geld der SNB gedeckt. 100% Geld, was ist das? Das ist ein Vorschlag des berühmten amerikanischen Ökonomen Irving Fisher aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Das ist weiterhin Giralgeld, das wird genau gleich geschaffen aus dem Nichts wie heute auch. Also von privaten Banken geschaffenes Geld, das aber durch eine Eigenkapitalquote von 100% gedeckt sein soll. Alles Geld, was da neu geschaffen wird, muss durch Kapital der Bank gesichert werden, gedeckt. Das System als Ganzes wird so nicht geändert. Es wird nur ein Element innerhalb des Systems korrigiert. Die Banken müssen das Geld, das sie verleihen, ihrer Buchhaltung belasten. Sie werden aber weiterhin prozyklisch handeln, das heißt Blasen und Krisen verstärken. Ein Vollgeld werden die Geldkonten vollständig aus der Bankbilanz herausgenommen und von den Banken nur noch treuhänderisch geführt, also wie eine Treuhandfirma, und zwar für die Nationalbank. Erst das Vollgeld ist ein Systemwechsel zum Service Public. Und das ist der Kern, um den es dann gehen muss. Die Geldmenge muss auf die volkswirtschaftliche Leistungskraft ausgerichtet werden. Unser heutiges Geldsystem, das den Unternehmensgewinn privater Firmen zum Maßstab der Geldmenge erhebt, macht das öffentliche Interesse zum Spielball privater Interessen. Die Bestimmung der Geldmenge muss daher neu
folgenden Prinzipien unterstellt werden. Der Finanzmarkt ist kein privater Bereich, in welchem das Privatautonomieprinzip jedes einzelnen Teilnehmers das höchste Gut ist. Es ist ein öffentlicher Raum, in welchem eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen ist. Die Finanzbranche hat einen öffentlichen Dienst zu erbringen. Unsere moderne Geldwirtschaft kann nur auf der Grundlage einer Staatsverantwortung für die Versorgung mit Geld funktionieren. Das, was nämlich ökonomisch als Markt begriffen wird, muss rechtlich und politisch als Staatsaufgabe gestaltet werden. Wie viel von dieser Staatsaufgabe dann mit marktnahen Mitteln und durch private Akteure, sprich Banken, wahrgenommen werden kann, soll demokratisch entschieden werden. Der Finanzmarkt ist damit ein Service public. Wenn die Versorgung der Wirtschaft mit Geld eine Staatsaufgabe ist, wird sie zu einem Service public, die SRG, die Bahnen, Swisscom. An die Stelle des Aufsichtsmodells tritt ein sogenanntes Gewährleistungsmodell. Der Staat gewährleistet die Versorgung, er garantiert, dass das klappt. Die Versorgung der Wirtschaft mit Geld und Kredit und erzieht die Privaten bei, damit sie das Einzelne tun. Der Staat, die Schweizer Nationalbank in konkreto, muss dafür sorgen, dass die Versorgung klappt. Mit der Verteilung der Gelder kann der Staat, die SNB, aber weiterhin private Dienstleister, also Banken insbesondere, beauftragen. Staatsaufgabe bedeutet nicht, und das ist mir zentral wichtig, Verstaatlichung. Es ist auch so, dass vieles andere, die schweizerischen Bundesbahnen müssen nicht staatlich sein, man kann es privat leisten, vieles wird privat getan, aber im Auftrag des Staates. Öffentliche Aufgaben können in unterschiedlicher Weise durch ein Zusammenspiel von Staat und Privaten erfüllt werden. Die Banken erfüllen ihre Aufgabe im Auftrag des Staates. Die Lösung wäre also folgende. Die Nationalbank bestimmt die Geldmenge nach demokratischem Gesetz. Verfassung und Gesetze, an denen wir uns beteiligen können. Die Banken bestimmen die Verteilung des Geldes nach Marktgesetz. Für den Kunden ändert sich praktisch nichts, außer dass das Geld sicher wird. Das Vollgeld bringt eigentlich das, was die meisten von uns, nehmen wir an, auch einige in diesem Saal, meinen, es gelte bereits. Das Geld kommt vom Staat, die Banken sind nur da, um es zu verwalten. Und es ist interessant zu sehen, dass die anstehende Reform bloß den Willen des Verfassungsgebers von 1891 wiederherstellt, dem Bund nämlich das umfassende Geldmonopol zu verschaffen, das vorher ja nur für die Münzen gegolten hat. Die Noten waren Banknoten von Banken erstellt. Historisch waren die Banknoten eben solche Zettel, welche von einer Bank ausgegeben wurden als Quittung. Oder als Wertpapier für Wertsachen, die bei ihr deponiert waren, insbesondere natürlich für Gold. 1891 sollte nun ein eigenes Bundesmonopol für die Ausgabe von Geldscheinen eingeführt werden, dass also Geld nicht mehr durch die privaten Banken hergestellt werden durfte. Und seither ist dieses Monopol aber durch die Elektronik unterlaufen worden. Das ist der Zustand, an dem wir leben. Buchgeld und Plastikgeld haben die Banknote weitgehend ersetzt. Nun geht es um nichts anderes als darum, diese Formen von Geld ebenfalls dem Bundesmonopol zu unterstellen. Und um eine nächste Welle von Umgehungen durch die Einführung eines Service Public zu verhindern. Wenn wir da nicht Schranken setzen, geht das Spiel natürlich weiter. Was das Vollgeld sein soll nach der Initiative, was im Detail dort drin steht, würde ich eigentlich eher in der Diskussion noch ansprechen. Aber ich kann mal fortsetzen, wenn Sie das wünschen, aber auch vorhin dazu. Lassen Sie mich zum Schluss kommen, dieses Referats zum Grundsätzlichen. Das Geld bildet eine Infrastruktur der Volkswirtschaft.
Geld ist ein Wertmaßstab, keine Sache im Wert. Es ist der Maßstab, mit dem wir die Sachen bewerten. Es gehört eher zur Wettbewerbsordnung als zum Wettbewerbsspiel, weil es die Voraussetzungen schafft, unter denen allein unsere moderne Wirtschaft funktionieren kann. Geld ist ein öffentliches Gut oder ein öffentlicher Wert, so wie Gesundheit beispielsweise, das staatlich garantiert und geordnet werden muss. Öffentliche Gesundheit, öffentliche Sicherheit, Polizei sind Dinge, die wir haben müssen, damit wir leben können. Voraussetzungen. Zweitens, wir müssen das Staatsmonopol für die Schaffung von Geld wiederherstellen, beispielsweise durch eine Vollgeldreform. Die Schweizerische Nationalbank muss die Geldmenge an das reale Wirtschaftswachstum anpassen und die Entwicklung von Blasen im Finanzmarkt verhüten können. Drittens genügt es aber nicht, bloß das Buchgeld zur Sache des Bundes zu erklären. Die heutigen Initianten sind vor 4 Jahren zu mir gekommen und haben gesagt, können wir nicht einfach zu den Münzen und den Noten noch das Buchgeld in die Verfassung aufnehmen, als ein Wort dazu, dann ist die Sache geritzt. Ich musste zeigen, dass das nicht geht. Denn solange der Finanzmarkt als Bereich der Wirtschaft der Privaten behandelt wird, also unter der Wirtschaftsfreiheit steht, werden die Banken Umgehungsformen dieser Beschränkung erfinden und damit ihre Form unterlaufen. Ich muss das heute nicht betonen, wenn Sie die Zeitung gelesen haben, was die UBS wieder geleistet hat. Es braucht daher einen Paradigmenwechsel vom Bild des freien Marktes zum Service Public, in welchem der Bund die Wirtschaft mit gesetzlichen Zahlungsmitteln versorgt und die Banken nur noch die Verteilung dieser Geldmenge innerhalb der Wirtschaft vornehmen. Damit komme ich zur letzten Folie und zurück zur Ausgangsfrage. Woher kommt jetzt unser Geld? Heute kommt es von den Banken. Und es gehört auch ihnen. Wenn wir wollen, dass es wieder uns gehört, müssen wir demokratisch darüber entscheiden, dass nur die Nationalbank Geld schaffen kann. Wieder. Für unser Eigentum an Geld brauchen wir also den Staat. Wir müssen demokratisch entscheiden, dass das Geld uns allen gehört und dass es nur so viel Geld geben soll, dass es seinen Wert nicht verliert. Es ist ein absoluter Gegensatz. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon eine Gelegenheit gehabt habt, zu lesen, was da in der Botschaft vom Bundesrat an uns alle im Bundesbüchlein steht. Oder? Und da steht, das wäre die falsche Bevölkerungszahl, das wäre eine Eco-Klopfen. Die Goldreserven der Schweizer Nationalbank sind unverkäuflich, ist der erste Satz. Also, Gold ist damit wie viel wert? Nicht mehr. Null. Null. Wir können es dann auch als Notgroschen nicht brauchen, wenn es unverkäuflich ist. Hat es gar keinen Sinn, dass wir das sammeln. Also, die haben nicht Ökonomie studiert, die das gemacht haben. Ich und ich, aber ich begreife doch, dass das komisch ist. Die Goldreserven der Schweizer Nationalbank sind in der Schweiz zu lagern. Okay, da könnte man ja diskutieren darüber, ob das jetzt wichtig ist oder nicht wichtig ist. Vielleicht ist die Risikoverteilung nicht schlecht. Am besten durch die Werte an verschiedenen Orten lagern, damit, wenn irgendetwas passiert, nicht gerade alles weg ist. Aber okay, da können wir diskutieren. Die Schweizer Nationalbank hat ihre alten Aktiven zu einem wesentlichen Teil in Gold zu halten und der Goldanteil darf 20% nicht unterschreiten. Das heisst, im Moment ist es nicht der Fall. Also, die Nationalbank müsste sofort Gold kaufen. Die Nationalbank könnte das 1,20er Maß nicht einhalten mehr, weil sie müsste ja dauernd, wenn sie den Devisenhandel betreibt, wird sie dafür sorgen, dass es 20% Gold ist. Das heisst, sie müsste immer noch Gold kaufen, wenn sie etwas anderes tut. Also, das Gold darf nie verkauft werden. Was passiert, wenn ihr auf ihrer Seite eine Pflicht habt, immer aufzustocken, wenn es da wächst, aber dann geht es wieder runter, weil
Die Wirtschaft läuft mal gut, mal schlecht, dann muss man mal so handeln, mal so handeln. Die Nationalbank ist die beste Sicherung, die wir haben, dass aufgefangen wird, wenn es nicht so gut geht und wenn es gut geht, dass wir es auch besser haben können. Also die ist für uns wichtiger als der Bundesrat, Entschuldigung, in der Wirtschaftspolitik. Ja, denke ich so. Aber was macht denn die arme Nationalbank, wenn es mal abgegangen ist und sie wieder raufgeht, muss sie da wieder aufstocken. Und merkt ihr, was aus diesen 20% wird mit der Zeit? Die werden immer mehr. Also die gehen immer nur rauf, das andere kann rauf und runter gehen. Am Schluss habt ihr praktisch 100% Gold und keine Handlungsfähigkeit. Nein, das hat mit der Vollgeldinitiative gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Wir gehen davon aus, bei der Vollgeldinitiative, dass das Geld durch die volkswirtschaftliche Leistung garantiert wird. Der Wert von Schweizer Franken ist weder in Gold noch in sonst irgendetwas messbar, sondern deshalb, weil die Schweiz so produktiv ist, so sorgfältig umgeht mit ihren Sachen und deshalb Wert schöpft, ist auch der Schweizer Franken viel. Und wenn das runtergeht, wird es schlechter. Ihr seht das in allen anderen Ländern, die Krise haben. Wenn es runtergeht, müsste auch das Geld runtergehen. Griechenland war in der Zwickmühle, weil es Euro hatte, hat es nicht runtergehen mit dem Geldwert. Und hat deshalb müssen gestützt werden. Und sich hätte müssen Griechenland aus dem Euro ausschliessen, damit dort die Korrektur hätte können starten. Also solange man so etwas würde machen würde, wie die Gold-Initiative will, wäre die Handlungsfähigkeit der Nationalbank schwerstens gestört. Während dann die Vollgeldinitiative ja gerade dafür sorgt, dass die Nationalbank besser handlungsfähig ist. Nämlich nicht einfach hinterdrein muss absegnen, was die Banken gemacht haben, sondern kann vorgeben, was die Banken dürfen. Im einen Punkt, wo er sagt, dass wir die Nationalbank alles garantieren und die Nationalbank würde die Kredite eigentlich ausgeben, so, muss ich sagen, 2012 habe ich ihm ein längeres Papier geschrieben, das klarstellt, wie das nicht ist. Wir haben debattiert in einem wissenschaftlichen Rat, wo Professoren sind, Kontrapunkt, und dort sind wir beide Mitglieder. Dort haben wir debattiert darüber und so. Es ist ganz klar, dass er einfach vergessen hat, was er denen mal gewusst hat. Super, Gott verrei. Das muss so sein. Im anderen Punkt, was das Auslandgeld angeht, das ist höchst kompliziert. Da gibt es Ökonomen, die es so sehen und andere, die es anders sehen. Es ist sehr umstritten, ob die Schweizer Franken, die im Ausland sind, tatsächlich nachher unsere nationale Geldwertung wieder könnte beeinflussen. Wie das würde passieren mit Vollgeld und ohne Vollgeld? Im Prinzip findet wenig Schöpfung von Geld von Schweizer Franken im Ausland statt. Es findet sehr viel Handel statt, weil viele Schweizer gehen mit ihrem Geld ins Ausland und dann machen sie mit dem etwas und dann ist ein Haufen Geld rum. Es ist sehr viel Geld rum im Ausland, aber das stammt alles eigentlich aus schweizerischen Quellen. Alles, vieles davon aus schweizerischen Quellen. Wenn jetzt das sollte passieren, dass plötzlich sehr viel Auslandgeld in die Schweiz hineinkommt, wo Frankengeld, also Euro und Dollar und so, die wollen sicher hineinkommen, wenn wir das neue System machen, weil es ist eine gute Währung, oder? Dann haben wir die gleiche Problematik wie heute mit dem 1,20er Satz von Euro. Also dann muss die Nationalbank ebenfalls halt stoppen und sagen, Mehrwert gibt es nicht. Und in unseren Vorschriften in der Übergangsbestimmung steht auch, dass in der Übergangszeit, und um das ging es ja vermutlich vor allem, die Nationalbank Kompetenz hat, dafür zu sorgen, dass es keine Geldnot und keine Geldschwemme gibt. Das heisst, genau das zu regulieren. Es könnte sein, dass sie müsste sagen, wir tun Austauschen von fremdem Geld, die limitieren oder sogar eine Devisenwirtschaft einführen. Ich habe mit verschiedenen Kollegen, Juristen und Ökonomen versucht, das zu klären. Es ist, das wäre zulässig. Also man könnte reagieren, wenn es wäre. Und wir sind sehr uneinig, ob das überhaupt ein Problem ist. Das Problem, das ihr jetzt ansprechen, ist kein Geldproblem, sondern ein Problem von der Sozialpolitik, von der Migrationspolitik, von der Sozialpolitik.
bitte das Kohlgeld nicht als Allerweltsmittel verstehen, das jedes Problem dieser Welt löst. Nein, das sind alle Leute der Initiative bewusst, dass wir nur eine Grundlage verändern, auf der man nachher besser solche Entscheidungen treffen kann. Also, das Allerweltsmittel ist es nicht. Aber es gibt einen falschen Anreiz mit der blöden Wachstumszwangssituation, in der wir heute stehen, weil immer mehr Geld geschaffen wird. Oder? Das können wir besser machen. Also, wie soll ich sagen? Es ist nur das Spital als Ganzes da, aber die einzelnen Ärzte und Methoden, wie wir noch etwas dazu leisten, die müssen auch noch kommen. Also, ihr könnt nicht sagen, dass das schlechter würde mit dem Vollgeld als heute. Das kann ich euch widerlegen. Also, heute haben wir unendlich viele Unsicherheiten. Das Risiko, dass es kaputt geht, ist heute 10-mal grösser als die paar Ungewissheiten, die es gibt bei der Vollgeldinitiative. Wenn ihr etwas ändert, habt ihr nie 100% Sicherheit. Das ist es so. Das muss man wissen. Aber heute, ich sage euch, wie wäre das gewesen, wenn CS im April von diesem Jahr nicht mit 2,5 Milliarden Franken Buss in den USA weggekommen wäre und man ein super furchtbar leid bei Schuldbekenntnis, sondern wie das eigentlich nach der Rechtslage in Amerika hätte sollen passieren. Die Zins weggenommen wie die Welt. Die hat wirklich alles posket, wo man nicht darf posket. Eigentlich hätte ihr müssen die Zins weggenommen werden. Aber sie hätte das können, das ist amerikanisches Recht, eigentlich auszahlen. Das ist ein Handel. Was sie können machen. Wenn das nicht so gelaufen wäre, dann hätten wir jetzt heute keine UBS gehabt in der Schweiz. Also das Risiko, das das heutige System bietet, ist riesig. Und dann könnt ihr schlecht die Lösungen treffen, auf dem Sozialstaat, auf der Regulierung usw. Also eine Voraussetzung ist es. Eine nötige Voraussetzung, dass wir nachhaltig arbeiten können. Und euer Anliegen ist ja Nachhaltigkeit, oder? Dass es ein Gleichgewicht gibt von dem, was wir erwirtschaften und dem, was wir ausgeben. Das ist eine Voraussetzung. Aber man könnte natürlich auch unter Vollgeld noch eine falsche Politik geben. Aber das können wir nicht verhindern. Der Wind war der, es ist nötig, es geht nicht mehr anders. Also man hat sie eingesehen. Ja, also auch politische Mächte haben sie eingesehen. Ja. Wieso ist das heute nicht möglich, dass politische Mächte so etwas eingesehen? Das ist ja total klar, dass etwas passieren muss. Was ist denn da los? Es ist nicht für alle klar. Weil eben, je nachdem, wie man den Kopf organisiert hat, ist der Staat allem schuld, was jetzt passiert. Und Vollgeld gibt ja noch mehr Verantwortung im Staat. Also die Leute, die sagen, die Österreicher, Schule, Hayek, und es gibt verschiedene Ökonomen, die sagen, es gibt nur Staatsversagen im Finanzmarkt. Der Finanzmarkt wäre eigentlich, das sagen sie, rational. Er ist sachlich entscheidend, weil es geht ja nur um Geld. Und wir müssen zu wollen, eigentlich ist das wirklich das kälteste, sachlichste Element, das es gibt. Geld ist einfach eine Zahl. Warum kann man sich da emotional engagieren für das Ding? Ja, der hat es gezeigt, man kann das sehr wohl nehmen. Weil es bringt einem das und das und das und die fest kann man machen damit. Also es sind viele emotionale Sachen drin. Und der Finanzmarkt hat eben eine Schwäche, das ist das Herdenverhalten. Also sobald es ein Witz geht, die alle verkaufen. Und sobald es aufgeht, die alle kaufen. Und das sagt man nicht ökonomisch rational. Aber die Ökonomen würden behaupten, ja, okay, dann geht es halt rauf und dann geht es wieder runter. Und dann sollen die Pech hatten, halt verlieren und die Glück hatten, sollen gewinnen. Das ist uns egal. Weil diese Art von Denken hat keine Gerechtigkeitssymbol. Ja, ja. Ich denke nicht, denken, was ist jetzt das Geld, das der gewonnen hat und der verloren hat, sondern der Markt ist einfach der Markt und der spielt. Also ein Spiel. Also im Spiel, die wir auch genau verlieren, das ist nicht so schlimm. Also, dort wird das Schicksal, das die Menschen erleiden, dadurch, dass es einen gut geht und anderen schlecht wird, dort gar nicht mit in den Zug. Und das Denken, wenn das halt fortläuft, dann sieht man das nicht ein.
Es braucht schon eine Art Sozialkompetenz, heisst das heute. Oder? Es braucht halt ein bisschen, damit man das einsieht. Die Million muss eben real werden, das heisst, wenn euer Geschäft nicht funktioniert, ja, dann macht ja auch die Bank vielleicht ein Risiko. Also, wir können es nicht ganz so vereinfachen. Also wenn jetzt ihr Konkurs macht, dann hat die Bank nichts mehr zurück. Oder? Und ja, dann ist sie schon, hat sie Pech gehabt schon. Aber sie hat Pech gehabt auf dem Geld, das sie selber geschafft hat. Ja, 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 ja. Also es ist nicht so schlimm, wie wenn ich euch das gerne. Für mich wäre das tragisch. Wenn ich euch die halbe Million irgendwie zusammenhacken und euch geben. Und ihr werdet dann fertig und hättet nichts mehr. Ja, ich wäre natürlich also am Ende. Aber die Bank. Hast du aber die Volkswirtschaft nicht das Ganze nicht beteiligt, wenn wir das Geschäft machen? Mal, dann wären noch Teil von dem. Wenn ihr das könntet, wenn es würde denken und so, dann würdet ihr einen Auftrag geben und dann würdet ihr andere können verdienen und dann würde die Volkswirtschaft schon profitieren. Aber, und wenn ihr eben nicht tut, dann geht es ab. Also es gibt eine starke Verknüpfung zwischen dem Bankengeschäft und dem realen volkswirtschaftlichen Geschäft. Ja, ja. Das gibt es schon. Aber eine Basis für das Ganze ist Luft. Blase. Pump. Und das ist natürlich problematisch.